meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute wird's gespenstisch. Ich habe hier schon einiges vorbereitet. Wir werden heute die Ghost-Technik anwenden. Jetzt rede ich gar nicht mehr viel. Ich werde euch Step für Step mitnehmen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Legen wir los. Okay, meine Lieben, dann können wir auch schon loslegen. Was ich bei der Ghost-Technik immer gerne mache, ich male mir mit einem Bleistift auf der Leinwand ungefähr vor, wie groß mein Ghost werden soll. Das ist selbstverständlich ein Step, den ihr überspringen könnt. Für mich ist es eine Orientierung. Das macht es mir einfach ein bisschen leichter. Für die Ghost-Technik starten wir mit dem Hintergrund. In meinem Fall nehme ich hier einfach schwarzen Basecoat. Selbstverständlich könnt ihr die Farben verwenden, die euch gefallen. Ich habe mich heute für schöne Blautöne entschieden, für helle und dunkle, und die kommen auf einem schwarzen Basecoat immer super schön zur Geltung. So, jawohl. Zum Verteilen meines Basecoats nehme ich einfach hier so einen Spatel. Gut, meine Lieben, jetzt kommen wir auch schon zum spannenden Teil. Wir werden jetzt unseren Ghost formen in der Mitte. Dazu habe ich mich heute für das Sky Blue von Amsterdam entschieden. Es ist eine wunderschöne, pastellige, hellblaue Farbe. Wird uns später einen ganz tollen Kontrast zu unserem schwarzen Hintergrund geben. Für den Ghost machen wir jetzt die Mitte färbig. Jawohl. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Kamera erkennen könnt, aber bei mir haben sich kleine Luftbläschen gebildet. Überhaupt kein Problem. Geht einmal kurz mit dem Brenner drüber und die verschwinden sofort. So. Okay. Okay, meine Lieben, wie versprochen, werden wir jetzt den Ghost zaubern. Falls ihr diese Technik noch nicht kennt, werdet ihr gleich sehen, warum es Ghost-Technik heißt. Wir fangen jetzt an, unsere blaue Farbe mit dem Föhn nach außen zu blasen.
Okay, soweit so gut. Ich habe jetzt hier unseren wunderschönen hellblauen Guss geschaffen. Und jetzt möchte ich mit euch wunderschöne Blumen zaubern in der Mitte. Auch hier werden wir nachher den Föhn wieder verwenden, plus den Ballon. Ich zeige euch alles Schritt für Schritt. Wir legen einfach mal los. Bei meiner Größe, ich habe heute eine größere Leinwand, würde ich gerne 3 Blumen machen. Da habe ich schon die Farben vorbereitet. Ich mache mir jetzt einfach hier ungefähr in der Mitte 3 Puddles. Sie dürfen gerne ein bisschen versetzt sein. Ungefähr so. Das sind die 4 Farben, mit denen wir heute arbeiten. Nun werden wir, wie beim Blooming, ihr kennt das schon, unsere Puddles auspusten. Soweit, so gut. Ihr könnt sehen, wir haben unsere Farben schön ausgeblasen. Ich finde, es sieht jetzt schon toll aus auf diesem wunderschönen Ghost-Hintergrund. Jetzt werden wir aber noch mit unserem Ballon arbeiten. Ich habe hier heute einen etwas größeren und einen etwas kleineren vorbereitet. Höchstwahrscheinlich werden wir beide brauchen. Und nun, meine Lieben, nur nicht zaghaft sein. Wir dippen mit unserem Ballon einmal in die wunderschöne Mitte. Und ihr könnt schon sehen, schaut mal, was hier zum Vorschein kommt. Ja, das finde ich echt schön. Und schaut mal, wie schön der Ballon ist. So, ein drittes Mal natürlich auch noch.
Dieser Part ist immer ein Step, den ich besonders gerne mache. Ich liebe das, so kleine Feinarbeiten, so kleine Linien zu ziehen, um dem Bild noch etwas mehr Tiefe zu geben. Wie vorhin erwähnt, das ist selbstverständlich kein Step, den ihr unbedingt machen müsst. Euer Bild wird auch ohne diesen Step toll. Aber ich finde das wunderschön. Wunderbar, meine Lieben. Ich bin am Ende des heutigen Videos angekommen. Was sagen wir zur Ghost-Technik? Ich finde es atemberaubend. Euch stehen alle Möglichkeiten frei, diese Technik anzuwenden. Ich habe heute mit Blautönen gearbeitet. Ihr könnt es mit Rottönen, mit Gelb, mit Gold. Nehmt eure Lieblingsfarben. Eurer Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Denkt dran, zuerst die Base, dann den Ghost. Dann den Blumen und ganz zum Schluss den Balloon Dip. Es sind 4 Steps, die wir alle schon durchgemacht haben, kombiniert auf einem Bild. Ich liebe dieses Mischen von verschiedenen Puring-Techniken. Das Ergebnis überrascht mich immer und immer wieder. Zum heutigen Bild muss ich sagen, es wird bestimmt verewigt. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder ich vielleicht in einem Step zu schnell war, schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte gerne alle eure Fragen. Lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich aufs nächste Mal, ihr Lieben. Macht's gut.